Hallo ihr Lieben, ich mache mal ein kleines Video und zwar zu meinen Gedanken zu Ostern. Jedes Jahr Ostern werde ich ganz traurig ums Herz. Ich stelle immer wieder fest, wie viele Menschen sich überhaupt gar keine Gedanken machen, wo ihre Eier herkommen. Nein, nicht der Osterhase bringt die Eier, sondern Hühner. Und meistens sind es nicht glückliche Hühner, frei auf dem Land lebend, draußen. Nein, zusammengepfercht in einem Riesenstall, zigtausende eng aneinander, nicht selten auf einem Quadratmeter, 20, 25, 30 Hühner auf einem Quadratmeter. Die sind nur für die Eierproduktion da. Und danach werden sie geschlachtet. Das macht mich sehr traurig. Weil zu Ostern kauft jeder Eier. Und meistens aus dem Supermarkt. Bodenhaltung, Katastrophe. Bio-Eier, da muss man drauf achten, weil oft ist es so, auch auf engstem Raum, genau der gleiche Quatsch, nur mit Bio-Futter gefüttert. Es gibt ein paar Bio-Eier, da muss man mal sich mit der Nummer beschäftigen, die da draufsteht, die nicht nur mit Bio-Futter aus der Ukraine gefüttert werden, sondern die vielleicht doch ein bisschen mehr Platz haben. Nichtsdestotrotz, es gibt noch Freilandhaltung, es gibt Alternativen. Freiland, da würde ich allerdings auch drauf achten, nicht überall, wo Freiland draufsteht, ist auch wirklich komplett Freiland drin. Freiland bedeutet ganz oft, sie dürfen auch mal raus. Checkt die Nummer auf den Eiern. Macht ein Foto und googelt euch mal mit den Nummern durch. Die Alternative wäre, entweder Mittwoch, Samstags zum Markt und dann vom Hühnertraktor oder wirklich Bauern des Vertrauens. Manch einer wohnt ja vielleicht auf dem Land. Wer diese Möglichkeit aber nicht hat, da kann ich ausweichen auf eBay Kleinanzeigen. Eure Region. Wer liefert Eier aus? Das habe ich damals gemacht. Ich wollte keine Eier mehr aus dem Supermarkt. Ich konnte es mit meinem Gewissen überhaupt nicht mehr vereinbaren. Ich habe jedes Mal Tränenanfälle bekommen, wenn ich die Eier gegessen habe. Ich konnte es nicht mehr. Und wer nur ansatzweise ein bisschen Bewusstsein hat, schaut, woher diese Produkte kommen. Keiner, auch die Menschen nicht. Möchten relationstechnisch gesehen mit 30 Leuten auf 20 Quadratmeter? Stellt euch das mal vor. Dicht an dicht. Ihr habt überhaupt keinen Platz. Nicht mal Platz zum Atmen. Und dann sollt ihr Höchstleistung bringen. Kinder gebären zum Beispiel. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist nicht mehr normal. Und nur, damit der Endverbraucher, der ist nämlich an der Endkette, billige Produkte bekommt. Achtet auf die Nummer. Googelt euch doch mal schlau, wenn ihr es wirklich wissen wollt. Ihr könnt natürlich auch die Augen zumachen. Nicht gesehen.
Denen geht es nicht gut. Die sind krank. Kannibalismus. Tagtäglich. Null Platz. Gar nichts. Die meisten haben nicht ein ansatzweise in ihrem einjährigen Leben Sonnenlicht gesehen. Gar nichts. Das Licht in der Halle geht nicht mal aus. Warum? Damit die Legekette nicht unterbrochen wird. Dann legen sie schneller. Die haben nicht ansatzweise Ruhe. Das ist praktisch wie, als wenn man 20, 30, 40 Leute auf 20 Quadratmeter schmeißt. Holla die Waldfee, mach die Tür zu, lass sie laufen, lass sie laufen. Ja, das sind jedes Jahr meine Gedanken. Oder Halloween. Oh Gott. Die Leute kaufen, also sowas Bescheuertes, sowas Beklopptes. Okay, ich weiche jetzt ab von Ostern. Aber das muss ich jetzt einfach noch mit reinschmeißen. Die Leute sind so blöd, kaufen sich Eier, wofür die Damen, das ist so respektlos, also das, ja, finde ich kaum die Worte für. Sowas von respektlos und schmeißen anderen Leuten die Eier, die hart erarbeitet wurden, unter schlimmsten Bedingungen, auch noch gegen die Türe. Nee, sorry, aber da fällt mir nichts mehr zu ein. Echt nicht. Ostern schon schlimm genug. Aber diese Halloween-Kacke, das ist furchtbar. Also, da werde ich so traurig. Haben die Menschen gar kein Bewusstsein mehr? Viele, ganz viele. Wer von euch kauft Eier? Ja, weil sie günstig sind. 10 Eier, 1,70, 1,60, 1,39, 10 Eier. Habt ihr euch mal gefragt, wie der Preis zustande kommt? Macht euch mal schlau, Mensch. Der Endverbraucher, der sitzt hinten. Der hat das in der Hand. Ich rede hier keinen Scheiß. Wenn die Endverbraucher das nicht kaufen würden, dann gäbe es das gar nicht. Aber sie kaufen es. Sie kaufen es. Viele wissen überhaupt gar nicht, wo ihre Eier herkommen. Die meisten nicht. Weil sie es auch nicht wissen wollen. Geht doch mal in die geht mal rein in die Massenstelle. Recherchiert doch mal durch. Wie sieht das überhaupt alles aus? Da wird euch schlecht. Da wird euch richtig schlecht. Und dann kommt eine Kehrmaschine zum Schluss. Am Ende der Legegeschichte kommt die Kehrmaschine. Das wird nicht per Hand immer eingesammelt. Die gehen so ruppig mit um, da brechen die Flügel, die Beine brechen von den Tieren. Die Kehrmaschine schluckt die ein wie ein Staubsauger. Die Hälfte ist schon tot, wenn die überhaupt durchgesaugt wurden. Und dann kommen die zum Schlachter. Und das ist Tierwohl. Das ist Tierleid, Tierquälerei auf höchstem Niveau, Tierquälerei. Und das ständig. Zu Ostern ganz schlimm, zu Halloween noch beknackter geht's gar nicht mehr. Und täglich grüßt das Murmeltier. Täglich, wer die Eier kauft, hat genau das mit zu verantworten. Ihr könnt mich jetzt doof finden, ihr könnt mich scheiße finden, ihr könnt jetzt auch meinen Kanal wieder entabonnieren. Es ist aber so. Bitte, macht euch Gedanken und schmeißt nicht die Eier gegen irgendeine Tür, wo die Damen so horrorvoll gelitten haben für jedes einzelne Ei. Das ist Knast. Ich spreche das jetzt bei YouTube nicht aus, aber 1930. Nichts anderes. Hau rein. Schieb rein die Horde. Schieb rein. Scheißegal, wie die wieder rauskommen. Hauptsache. Ne? Sterben eh alle am Ende. Schieb einfach rein. Okay. Ich wollte euch nur meine Gedanken dazu sagen, dass ich Ostern, Halloween von Sch finde. Und wünsche mir aus tiefstem Herzen mehr Respekt, mehr Recherche. Es ist nicht egal.
und wirklich ansatzweise ein Bewusstsein für Tierwohl empfinden. 30 Tiere auf 1 Quadratmeter kann niemals Tierwohl sein. Das macht man auch mit Hunden nicht und Katzen auch nicht. Das sind die liebsten Haustiere. Das andere sind auch Tiere, die haben auch eine Seele und ein Herz und Schmerzempfinden. In diesem Sinne, lasst euch die Eier schmecken.